Hier ist das Video von der Schlägerei am Freitag entstanden. Mitten in der Lübecker Innenstadt. 6 Menschen wurden dabei verletzt. Am Wochenende verbreitete sich das Video in den sozialen Netzwerken. Auf X, ehemals Twitter, hieß es dazu von der Polizei: Die Polizei mahnt vor einer weiteren Verbreitung des Videos und ruft zur Löschung auf. In der folgenden Debatte in den Kommentaren auf X reagierte die Polizei mit: Es reicht, wenn die richtigen Stellen die Wahrheit sehen und dazu ermitteln. Das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Heute hat die Polizei dann eine interne Aufarbeitung angekündigt. Dazu gehört die interne Befassung mit unserer Kommunikation. Wir wollen nichts zurückhalten, wir wollen keine Informationen vertuschen. Und wenn der Eindruck entstanden sein sollte, dann kann ich nur sagen, das tut mir sehr leid. Das war überhaupt nicht beabsichtigt. Das ist einfach bei der Polizei nicht beabsichtigt. Die Polizei Lübeck wollte sich zu dem Vorfall heute nicht vor der Kamera äußern, verwies auf die Landespolizeidirektion. Die kritisiert die Lübecker Polizei scharf. Das Ziel einer unaufgeregten, sachlichen und neutralen Information der Bürgerinnen und Bürger ist mit den Veröffentlichungen am Wochenende offenkundig verfehlt worden. Man muss natürlich sehr vorsichtig sein mit dem, was man auch in die sozialen Netzwerke stellt, also auch seitens der Polizei. Das muss wohl überlegt sein und trotzdem muss es natürlich einigermaßen schnell auch passieren nach so einer Tat. Also da muss man die richtige Balance finden. Die Ermittlungen zur Aufklärung der Schlägerei in der Innenstadt und einer zweiten Schlägerei kurz zuvor am Stadion Bunyamshof laufen.